bist Die Hard Man. Du hast tief und fest geschlafen, warst wohl kaputt. Private Räume bieten alle Annehmlichkeiten. Dusche, Toilette und so weiter. Hier kannst du dich ausruhen, deine Ausrüstung überprüfen, Informationen nachlesen. Sprich einfach unser Personal an, falls du Fragen hast. Aber wieso siehst du dich vorher nicht einfach ein bisschen um? Dann siehst du, wie es bei Bridges heute zugeht. Sam, hier ist Deadman. Ich habe dein BB mit den physiologischen Daten kalibriert, die wir über dich gesammelt haben. Es ist trotzdem nur eine gute Schätzung. Wenn du draußen warst, können wir prüfen, ob ihr synchron seid und die BB-Sensitivität nach Bedarf anpassen. Dieses Fach entfernt alle Chiralium-Rückstände an deinem Anzug. Apropos Anzüge, das Lieferpersonal trägt blaue, das medizinische Personal rote, die Leichenentsorgung orangefarbene und das Sicherheitspersonal schwarze.
Wir kennen uns doch. Ich leite den Bereich für Lieferungen sowie Instandhaltung und Reparaturen. Schön, dass du an Bord bist. Habe ich mich schon vorgestellt? Ich bin Mama. Das da sind Packseile. Die dienen übrigens nicht dem Verpacken, sondern auch der Identifikation. Sieh sie dir genauer an, dann verstehst du es. Siehst du das Rot dort? Das ist Blut. Sam, Hartman hier. Ich versuche, die Geheimnisse der Strände, des gestrandeten Todes und auch jene von Dooms und der Wiederkehrer zu lüften. Wenn du dich erleichterst, wird eine gewisse Menge an chiraler Materie aus deinem Körper gespült. Chirale Materie kann die Hormonsekretion und die Nervenfunktion verschlechtern. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Belastung und der Entwicklung von Phobien, sowie, in Extremfällen, gewalttätigen und suizidalen Impulsen. Chiralium-Kontamination gilt seither als ein Auslöser für den Ausbruch von Dooms. Lass mich für meine Forschung bitte eine Probe deiner Ausscheidung nehmen. Damit können wir nicht invasiv deine Chiralium-Belastung und deine Gesamtgesundheit überwachen. An dem Terminal dort kannst du in der Bridges-Datenbank nach einer Vielzahl von Themen suchen. Du hast nicht auf alles Zugriff, aber du wirst trotzdem genügend Informatives finden. Und? Hast du schon darüber nachgedacht? Bis oben hin voll mit Chiralium, aber ungefährlich für euch Dooms-Jungs.
Das ist alles, was man braucht, um die Welt wieder zu verbinden. Um uns wieder zu vereinen. Ich bin ein Bote. Verbinden ist nicht meine Aufgabe. Oder Knoten machen. Aber ich tue, was zu tun ist, um Amelie zu helfen. Zu, Sam. Die Terminals, die Amelies Leute in den Orten aufgestellt haben, die sie auf dem Weg nach Westen passiert haben, nennt man Knoten. Die Infrastruktur ist vorhanden, aber das chirale Netzwerk ist offline. Im Moment kann es nur Sprachmitteilungen übermitteln. Teils über Leitungen, teils drahtlos. Und nur kleine Datenmengen. Deshalb benötigen unsere Chiralogramme lokal gespeicherte Daten. Amelie und die anderen Bridges-Mitglieder, die du gesehen hast, sind alle mit lokalen Daten erzeugte Hologramme, falls du das nicht weißt. Du musst nur den Knoten finden, deinen Cupid verbinden und die chirale Kommunikation online bringen. Sobald du ihn mit dem Terminal verbindest, kannst du eine große, zeitlose Datenübertragung mit dem UCA-Netzwerk einleiten. Und so verbindest du uns nicht nur untereinander, sondern auch mit unserer Vergangenheit. All die verlorenen und fragmentierten Daten werden gesammelt und wiederhergestellt. So, als ob man einem Dinosaurierfossil neues Leben einhaucht. Milliarden Jahre Erdgeschichte, all die Weisheit und das Wissen, das uns seit dem gestrandeten Tod verloren ging, erlangen wir zurück. Und so, mein Freund, werden wir ihn besiegen. Sobald du die chirale Kommunikation hergestellt hast, können auch Hologramme erzeugt werden. Außerdem kannst du dann chirale Drucker nutzen. Schon bald werden wir dazu in der Lage sein, alle möglichen Dinge zu senden. Außer ursprünglichen Ding. Oder Ding mit einer Seele. Nichts Echtes. Nur Kopien. Stimmt. Deshalb werden wir weiterhin Boten wie dich brauchen. Vor und nach der Wiedervereinigung benötigen wir Mittelsmänner. Keine Ruhe für die Gottlosen. Tja, Müßiggang ist kaum einem vergönnt. Die Einzelheiten kriegst du am Versandterminal. Du findest es im Obergeschoss. Da wartet auch die Fracht. Diese Stiefel haben einige Kilometer hinter sich. Soll ich sie entsorgen? Halt. Warte mal. Du musst etwas für mich untersuchen. Mein Blut scheint diese Dinge abzustoßen. Das ist mehrmals passiert. Abzustoßen? Wie meinst du das? Keine Ahnung. Du hast mir doch Blut abgenommen. Sag du es mir. Okay. Ich schau mal, was ich tun kann. Bibi, hörst du mich?
Sam, hier ist Die Hard Man. Dein aktuelles Ziel ist es, das chirale Netzwerk von hier nach Baumnord City auszuweiten. Aber das geht leider nicht auf direktem Weg. Dafür ist das Signal zu schwach. Um die Entfernung zu überbrücken, brauchen wir Knoten. Stell dir vor, du verknotest Seile, um ein längeres Seil zu machen. Der erste Knoten ist ein Bridges-Wegposten. Wirf mal einen Blick auf den Auftrag. Liefere, was gebraucht wird und verbinde den Qubit. Der letzte leere Sturz in Central Knot City hat zu einem Lieferstillstand geführt. Bis jetzt. Bei diesem Auftrag lieferst du Nootropika aus. Oxytocin, um genau zu sein. Oxytocin verringert Stress effektiv. Und zwar so gut, dass einige Leute es Liebes- oder Glückshormon nennen. Integriere die Wegposten mit dem Qubit ins Netzwerk, sobald du den Job abgeschlossen hast. Sam, Auftragsübersichten können entscheidende Informationen enthalten. Sieh sie dir an, bevor du dich auf den Weg machst. Sam. Tja, für diesen Auftrag bekommst du etwas Seil und eine Leiter. Damit solltest du steile Anstiege bewältigen. Und wenn du einen Fluss überqueren musst, taugt die Leiter auch als Brücke. Vermutlich überlegst du gerade, wie du diesen Auftrag abwickeln sollst.
Auftrag zugewiesen. Im privaten Spind kannst du Fracht und Ähnliches lagern. Ausrüstung dreifach geprüft. Das Schild dort drüben. Du kannst auch selbst welche aufstellen. Mit Nachrichten, Warnungen, ermutigenden Worten, was dir gerade einfällt. Hallo? 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 Jemand zu Hause? Zu Hause, zu Hause, zu Hause. Thank you.
besser als die Besten. Du kannst beenden, was sie begonnen haben. Wenn du auf herrenlose Sendungen stößt, solltest du darüber nachdenken, sie an den gewünschten Zielort zu bringen. Es ist leichter, als du vielleicht denkst. Für eine leichte Nachverfolgung tragen nämlich alle unsere Pakete Bridges-IDs. Und dein Odra-Deck verfügt über einen Scanner, der besagte IDs auslesen kann. Kurz gesagt, das Teil an deiner Schulter kann dir dabei helfen, verschollene Sendungen aufzuspüren. Vergiss nicht, Sam. Jedes Paket ist ein Versprechen an einen Menschen in Not. Und sie zählen darauf, dass du lieferst. Das ist für dich. Hm.
Gute Arbeit, Sam. Wie ich sehe, hast du verlorene Fracht dabei. Du kannst sie hier zur Verarbeitung einreichen. Wenn du unterwegs mehr verlorene Fracht findest und sie nicht selbst ausliefern kannst, deponiere sie doch in einem Lager. Dort sind sie in Sicherheit, bis ein anderer Bote vorbeikommt und sie ausliefert. Selbst wenn sie bis zur Auslieferung noch durch ein Dutzend Hände geht, weißt du, dass du deinen Teil beigetragen hast. Zeitregen beschädigt Frachtbehälter, wenn diese ihnen länger ausgesetzt sind. Setz dich dem Regen nicht länger aus als unbedingt nötig. Sam, wenn du auf eine steile Klippe oder einen Steilhang stößt, denk an die Leiter, die du von uns bekommen hast. Probier sie unbedingt aus.
Mich würde interessieren, was ein erfahrener Profi wie du von ihr hält. Ist der gestrandete Totschuld. An den Gaffern, am Fall Amerikas, an allem. Er hat die Welt bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Die Menschheit drängelte sich wie Ratten, die ein sinkendes Schiff verlassen. Aber wir können nirgendwo sonst hin. Dieses Leben hat keine Zukunft. Wenn wir überleben wollen, müssen wir einen anderen Weg finden. Einen Weg, die GDs, den gestrandeten Boot, diesen ganzen Menschen zu überwinden. Thank you.
Scheißdreck. Sam. Come up.
Bruder, Bridges, so. Bridges, ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Acht geprüft. Vielen Dank. Wird geliefert. Danke. Wir alle spüren den Verlust von Central North City. Keiner wusste, was das für die Organisation bedeuten würde, oder für die UCA, oder für uns. Aber das Oxytocin wird den Stress lindern und helfen. Schon bald sind wir wieder auf Kurs. Lass mal sehen. Okay, gut. Vielen Dank dafür. Nicht ideal, aber damit halten wir uns erstmal über Wasser. Du gehörst zum zweiten Team, oder? Wo sind die anderen? Tot. Beim Lehrersturz gestorben. Im Ernst? Die Explosion hat sie alle erwischt? Und jetzt haben sie dich alleine losgeschickt? Wäre es bloß eine Lieferung, wäre es eine Sache. Boten kommen ja ab und dann vorbei, aber... Das zweite Team sollte den Cupid mitbringen und uns vernetzen. Seit 3 Jahren warten wir auf Hilfe. Seit 3 Jahren! Und sie schicken uns einen Mann? Scheiße, scheiße, scheiße. Hast du wenigstens mehr als das Oxy dabei? Ja, den Cupid. Du... wirklich? Also stimmt es. Er funktioniert endlich. Tja, dann bist du vielleicht die Antwort auf meine Gebete. Worauf wartest du noch? Schließ uns ans Netz an. Verbindung mit Capital North City bestätigt. Es passiert wirklich, wie Amelie versprochen hat. Endlich können wir das tun, weshalb wir hier sind. Hey, du gehst nach Westen, oder? Viele Leute werden froh sein, dich zu sehen. Wahrscheinlich gehst du bis zur Küste, oder? Was bedeutet, dass du Amelie persönlich treffen wirst? Oh, das ist ja mal was, das ist wirklich etwas, ich... Ich habe sie nie kennengelernt, ich habe während der ersten Expedition nur ihre Holonachrichten gesehen. Naja, egal. Gib unterwegs auf dich Acht. Da draußen treiben sich miese Typen rum. Mehr als gute, sagen manche. Aber das weißt du ja selbst. Vielen Dank, Sam. Jetzt, da dieser Wegposten im chiralen Netzwerk ist, haben wir hier in Capital North City endlich direkten Kontakt zu ihm.
Ja. Und jetzt? Westlich des Wegpostens stehen Bauten, die unsere letzte Expedition errichtet hat. Und jenseits davon liegt dein nächstes Ziel, Port North City. Die Stadt liegt am Ufer eines vom ersten Leeresturz geschaffenen Kratersees. Dein Ziel ist es, Port und Capital North zu verbinden. Doch dazu musst du unsere Anlagen als zusätzliche Wegposten nutzen. Sie sind für die Herstellung einer stabilen Verbindung nötig. Aufgrund der großen Distanzen. Wir wollen ein Verteilerzentrum und ein Windkraftwerk benutzen. Und als erstes solltest du das Verteilerzentrum aufsuchen. Dorthin muss sowieso etwas Fracht geliefert werden. Nimm die Fracht am Lieferterminal in Empfang. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Deine harte Arbeit zahlt sich aus, Sam. Dank der verbesserten Netzkapazität kann dich das HQ ab sofort mit zusätzlichem Material versorgen und dich besser unterstützen. Das sollte nützlich sein. Sam, mit diesem TCK kannst du einen Briefkasten bauen. Thank you.
Sam. Über Gemeinschaftskästen kannst du Fracht mit anderen Booten austauschen. Für einen Briefkasten benötigst du einen TCK. Selbstverständlich solltest du, falls du keinen TCK bei dir hast, einen herstellen. Voll funktionsfähig ist. Geh zum gekennzeichneten Ort und errichte diesen Briefkasten. Du müsstest ihn leicht finden, wenn du ab und zu auf deine Karte und deinen Kompass schaust. Waffeneinschränkung aufgehoben. Hast du den vorgesehenen Ort erreicht? Gut. Aktiviere deinen TCK, wenn du bereit bist.
Baue mit ihm im von mir beschriebenen Bereich einen Briefkasten. Gute Arbeit, Sam. Dein Briefkasten sieht toll aus. Greife auf ihn zu und wähle Gemeinschaftskasten aus, um Fracht und Ausrüstung mit anderen Booten zu teilen. Deponiere eine Leiter und eine Kletterverankerung. Es kommt sicher jemand vorbei, der sie gebrauchen kann. Wenn du genug Vorräte hast, dann lass doch welche hier. Da ist doch. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Ja, wenigstens bewege ich mich.
Anscheinend wurde eine Fracht für dich an ihr Ziel transportiert. Du kannst sie über den Gemeinschaftskasten abholen. Waffeneinschränkung aufgehoben. Sam, falls du unterwegs Speicherchips findest, reiche sie unbedingt über das nächste Terminal ein. Wer weiß, welche seltenen und kostbaren Daten darauf zu finden sind. Mit deiner Spende machst du garantiert irgendjemanden sehr, sehr glücklich. Verdammt.
Deine Fracht wurde angepickt. Weg hier. Sofort, ehe dich jemand sieht. Begib dich schnellstens zu deinem Ziel, wenn sie dich nicht kriegen soll. Sam, nähere dich Mule-Gebiet nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Widme dich erstmal deinem Ziel. Thank you.
Funktionen wurden vorübergehend ausgesetzt, aber die kann man wiederherstellen. Die notwendige Wartung kann ich in einem Verteilerzentrum durchführen. Aber beeil dich! Yeah.
Schreitet die Belastung deines BBs vertretbare Werte, löst sie die Produktion schädlicher Verbindungen aus und der Körper beginnt sich praktisch selbst anzugreifen. Das nennt man Autotoxin. Wenn dein BB nicht richtig funktioniert, suche deinen privaten Raum auf und benutze den Inkubator dort. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Fracht geprüft. Vielen Dank. Anzug wird dekontaminiert. Ruhe empfohlen. Netzwerk erweitert, wenn er nicht gerade ausliefert. Also was führt dich zu uns? Mal sehen. Der absolute Wahnsinn. Danke. Du musstest auch durch GD-Gebiet, um hierhin zu gelangen, oder? Sie haben nicht übertrieben, als sie meinten, du wärst eine Legende. Ja.
Es ist Zeit. Würdest du uns mit dem Netzwerk verbinden? Dass du mehr Leute in die UCA holst. Anscheinend sind wir im Chiralen-Netzwerk. Und mit dem mitgebrachten Material für unseren Chiralen-Drucker können wir hier Vorräte herstellen, wenn du welche brauchst. So können wir uns bei dir revanchieren. Begib dich jetzt nach Westen und mach weiter dein Ding. Gut, das Verteilerzentrum ist im Netzwerk. Sam, tu mir einen Gefallen. Bring dein EB in einen privaten Raum und verbinde es mit dem Inkubator. Vielen Dank dafür, Sam. Vielen Dank für deinen Beitrag. Thank you.
Deadman, bist du da? Ich brauche Hilfe. Okay, Sam. Entferne die Kapsel und verbinde sie mit diesem Inkubator. Ist drin. Gut. Es hatte nur gerade zu viel Stress. Das wird besser, sobald es wieder im Leib seiner Mutter ist. Mutter? Auf der Intensivstation in Capital North City. Hirntod natürlich. Ach, du meinst Todmutter? Genau. Die Gebärmutter einer Todmutter verbindet die Welt der Toten mit dem BB. Und du wiederum verbindest dich mit einem BB, wodurch du dann GDs wahrnehmen kannst. Diese Kapseln wurden geschaffen, um die Gebärmutter einer Todmutter zu simulieren. BBs müssen immer glauben, sie seien in einer, damit sie richtig funktionieren. Allerdings funktioniert diese Täuschung auch nicht ewig, weshalb wir die Umgebungsdaten regelmäßig aktualisieren müssen, durch die Synchronisierung mit einer Todmutter via chiralem Netzwerk. Da. Das Update läuft jetzt. Gerade synchronisiert sich die Kapsel mit der Todmutter in Capital North City und konfiguriert ihre Einstellungen auf Basis der neuesten Daten. Wenn du dein BB so in die Gebärmutter zurückversetzt, sinkt sein Stresslevel vorübergehend. Denn genau dort gehört es ja eigentlich auch hin. Das Kleine scheint glücklich. Ich versuche, die Oxytocin-Dosis anzupassen. Die Autotoxämie sollte jetzt deutlich langsamer einsetzen. Und vergiss nicht, die BBs sind nur Ausrüstung. Versuche, keine Bindung aufzubauen. Jedes wurde der Gebärmutter seiner Todmutter entnommen. Das macht sie absolut unberechenbar und anfällig für Fehler. Kein bekanntes BB war länger als ein Jahr in Betrieb. Vielleicht erlebt es das Ende dieser Unternehmung nicht mehr. Und dann? Das heißt, man kann mein BB nicht mehr retten. Du musst verstehen, dass es vieles gibt, das wir über BBs nicht wissen. Vielleicht liefern uns ja mit der Zeit das chirale Netzwerk und weitere alte Daten die Antwort. Oh ja, ich sollte doch untersuchen, warum die GDs auf dein Blut reagieren. Ich habe mit Hartmann geredet. Wir sollten bald Ergebnisse haben. Wie dem auch sei, ruh dich aus. Du und dein BB, ihr seid beide erschöpft. Gute Nacht, Sam. Kannst du mich sehen? Wie läuft es da drüben? Ich bin unbewacht, weiterhin nicht gefesselt und kann doch nicht weg. Aber wenn du weiter Verbindungen schaffst, wenn du zu mir kommst, dann gehen wir in den Osten, nach Hause. Danke. Ich mein's ernst. Es ist schlimm. In den Städten leben heute immer weniger Menschen.
Niemand bekommt mehr Kinder. Aber Menschen sind nicht fürs Alleinsein gemacht. Sie sollen zusammenkommen, einander helfen. Und wenn wir als Volk das nicht schaffen, uns nicht wieder verbinden können, dann, naja, behält Bridget recht. Wir sterben aus. Ach komm, Amerikas Wiederaufbau erlöst uns nicht von den GDs. Solange sie noch da sind, gibt es keinen Ausweg. Aber wir haben wenigstens Hoffnung. Ich werde warten, Sam. Auf dich warten. Komm und finde mich. Frisch machen. Wie wäre es denn mit einer Dusche? Duschen ist gut für Körper und Seele und auch für meine Forschung.